Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling aus Dorsten. Wir haben heute den 25. Februar 2019. Ich habe heute eine Pressemeldung geschrieben, Fasten in der Fastenzeit. Dann geht es um zwei Themen. Erstens das kirchliche Fastengebot und zweitens das Thema Ersatzfasten. Worin besteht das kirchliche Fastengebot? Zum Beispiel hier im großen katholischen Katechismus von 1948 steht: Das gebotene Fasten besteht darin, dass man sich mit einer einmaligen Sättigung begnügt. Am Morgen und Abend ist eine kleine Stärkung erlaubt. Ganz einfach. Einmal am Tag sich satt essen. Morgens und abends kann man jeweils zusätzlich eine Stärkung zu sich nehmen. Und außerdem, zum Fasten ist jeder Christ vom 22. bis zum 60. Lebensjahr verpflichtet. Vom Fasten entschuldigt sind Kranke, Genesende und alle, die schwere Arbeit verrichten müssen. Also es gibt Entschuldigungsgründe, aber es gibt kein Ersatzfasten. Der Begriff Ersatzfasten oder Alternative zu Fasten oder sowas habe ich bis jetzt noch in keinem Moralbuch oder Katechismus gefunden. Nun gibt es in manchen Katechismen und vor allem in manchen moraltheologischen Lehrbüchern einige Ausführungen darüber, worin denn die Stärkung bestehen kann bzw. sollte. Und zum Beispiel hier in diesem Katechismus, das ist ein typischer Katechismus aus der Zeit um 1900 herum, also das heißt, der Autor ist Dehabe oder Dehab, vielleicht französisch, nämlich so, wo die meisten deutschsprachigen Katechismen aus der Zeit um 1900 waren wohl von Dehabe oder basierten auf den Ausführungen von Dehabe. Und da steht zum Beispiel, dass man zum Beispiel morgens eine Tasse Kaffee und etwas Brot essen könnte. Aber eigentlich ist die grundsätzliche Lehre, es gibt wegen der individuellen Konstitution keine Möglichkeit für eine allgemeine Vorschrift, worin die Stärkung bestehen kann oder soll. Grundsätzlich findet man immer nur die Aussage, wie zum Beispiel hier im Katechismus von Spirago, dass die Kirche will keineswegs, dass wir durch Fasten Schaden nehmen an der Gesundheit. Man kann auch sagen, und an der Leistungsfähigkeit. Also, wenn man fastet, das heißt, wenn man nur einmal am Tag sich satt isst und dann gegebenenfalls noch morgens und abends eine Stärkung zu sich nimmt, dann muss gewährleistet sein, dass man seine Gesundheit und seine Leistungsfähigkeit damit nicht beeinträchtigt. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich achte sehr genau auf meine Ernährung. Also ich weiß ziemlich genau, wie viel Kalorien ich jeden Tag brauche, um mein Gewicht zu halten und auch eben, um so leistungsfähig zu sein, wie ich bin, oder zu bleiben, wie ich bin. Und während ich sonst meine Kalorienzufuhr so über den Tag gleichmäßig verteile, mache ich das in der Fastenzeit normalerweise so. Also 10% der notwendigen Kalorienzufuhr morgens und 10% abends und die 80% dann eben mittags. Wenn ich aber der Meinung bin, dass es an irgendeinem Tag so nicht geht, dann sehe ich mich da zu keiner weiteren Fastenvorschrift verpflichtet. So, also wie gesagt, das ist die kirchliche Fastenvorschrift. Einmal am Tag sich satt essen, jedenfalls morgens und abends noch eine Stärkung dazu. Worin die im Einzelnen besteht, muss jeder selbst entscheiden, muss jeder sich selbst überlegen und auch muss sich jeder letztlich selbst überlegen, ob er zum Fasten verpflichtet ist, ob er Entschuldigungsgründe hat, weswegen er nicht fasten braucht, beziehungsweise auch nicht fasten darf, weil sonst seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit beeinträchtigt würde. Dann in dem Text gehe ich auch noch so ein bisschen auf irgendwelche Vorstellungen vom Ersatzfasten ein, also Alternativen, wenn man eben beim Essen nicht fasten will oder sagen wir bei der Kalorienzufuhr nicht fasten will, was macht man denn dann? Also die Klassiker sind zum Beispiel Schokolade,
oder Süßigkeiten, Alkohol und Zigaretten oder Alkohol und Nikotin. Also, ich finde es generell ziemlich problematisch, ein Ersatzfasten da überhaupt in Erwägung zu ziehen, weil das eigentlich zu mehr oder weniger chaotischen Zuständen führt, weil man ja überhaupt nicht genau weiß, weil man keine Orientierung hat, womit man fasten soll. Während das bei einer einmaligen Sättigung pro Tag ja sehr deutlich definiert ist. So größtmöglich definiert ist. Aber jetzt gerade Alkohol und Nikotin, ja, also aus meiner persönlichen Erfahrung, eine Bekanntschaft aus der Zeit vor meiner Priesterweihe, von der habe ich aber kürzlich mal ein aktuelleres Foto gesehen und da konnte man wirklich sehen, wie die Genussmittel, wie dieses Leben in der Genusssucht einen Menschen richtig auch von der äußeren Erscheinung ruiniert hat. Also das sieht katastrophal aus. Es ist meines Erachtens wirklich, wirklich dumm, in Sachen Alkohol und Nikotin, also über ein gesundes Maß hinauszugehen. Das gesunde Maß ist meines Erachtens sehr, sehr gering bei jedem Menschen. Und wenn man dann sieht, was gerade Alkohol und Nikotin bei Menschen anrichten können, dann von einem Alkoholfasten und Rauchfasten nur so zu sprechen, also Fasten bei Dingen, bei denen ohnehin also wirklich nur ganz, ganz geringe Mengen möglich sind, halte ich für sehr, sehr problematisch. Und von den 10 will ich bei der Person jetzt mal gar nicht reden. Und eben Süßigkeiten, also wie desaströs also auch Zucker sein kann, muss sich doch heute auch jeder darüber im Klaren sein. Und es ist einfach mal verantwortungslos, seinem Körper auch in Sachen Zucker da kein Maß zu gönnen. Also da muss einfach mal eine geringe Menge ausreichen. Andere Themen wie Autofasten halte ich für völlig abwegig. Nämlich einerseits gibt es Situationen, wo man auf ein Auto gar nicht verzichten kann, sinnvollerweise nicht verzichten kann. Andererseits, wer kein Auto hat oder keinen Führerschein hat, der kann auch nicht Autofasten. Also das führt in keinem Zusammenhang zu irgendeinem vernünftigen Ergebnis, dieses Ersatzfasten. Nun, abschließend. Fasten, wie man fastet, ist sicherlich ein wichtiges Thema, insofern als man das kirchliche Fastengebot beachten will, mit einer einmaligen Sättigung pro Tag und gegebenenfalls 2 Stärkungen. Wie man das dann individuell handhabt, ich habe eben gesagt, wie ich das bei mir handhabe, das muss sich jeder selber genau überlegen. Es ist sicherlich nichts Unschaffbares, und wenn es unschaffbar ist, ist es auch nicht mehr verpflichtend. Ganz im Gegenteil, dann darf man es auch nicht versuchen. Abschließend, entscheidend ist, dass man katholisch ist. Ja, also die Fastenvorschrift ist ein Aspekt des katholischen Lebens. Und wenn manche Leute also aus rein weltlichen Gründen fasten, ist das kein kirchliches Fasten. Entscheidend ist, katholisch zu sein. Man muss sich jederzeit in katholischen Glauben bilden und muss jederzeit, ob man jetzt fasten kann oder nicht fasten kann, ob man Fasten braucht oder nicht Fasten braucht, muss sich jederzeit über seinen Glauben im Klaren sein und gegebenenfalls diesen Glauben auch öffentlich bekennen.